Black Eyes, ne? Weißt du, was das ist? Nein. Das ist die Bazooka, nur umgelabelt. Kennst du noch die Bazooka? Ist das die Bazooka? 2010, nein. Silvester bei dir. Ja. Die Bazooka im Schnee, dieses Ding, was so, wo du 10 Bier in der Zeit getrunken hast, bis das Drecksding fertig war. Hier sind es jetzt auf 40 Sekunden. Die Bazooka XXL Fächerbatterie. Wo vier noch vorliest, Bazooka XXL Fächerbatterie. Ah, ja. Na gut, jetzt gucken wir mal, wie sich die Bazooka gemacht hat, denn die wurde ja umgelabelt und soll jetzt angeblich gut sein. Ich habe unter meinem Video schon mal 1000 Kommentare gelesen, alle sagen, die ist jetzt gut. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr teste ich sie mal, ob die wirklich gut ist. Prima. Muss man noch gucken. Noch gucken. Ja, Botschaft höre ich wohl, nein, mir fehlt der Glauben, irgendwie sowas. War vom Glauben ab oder so. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung muss denn zum Publikum? Das steht da irgendwo drauf. Zünd an. Ich glaube, die kurze Seite. Ja, wo ist die Zündschnur? Ich muss das Ding rausholen, das ist ein Karton. Ja, die sind vorgeschrieben, die Sicherheitskartons. In Deutschland sind die vorgeschrieben. Der Sinn erschließt sich mir noch nicht ganz. Hier ist die normale Zündschnur. Ja, also auch da ein Aufkleber drauf haben. Ne? Und hier die kurze Seite zum Publikum. Wieder, musst du uns zeigen. Mal wieder. Ja. Mach da vorne hinten einen Keks. Dann gucken wir, was jetzt hier actionmäßig abgeht. Jetzt kommt hier, das übertrifft jetzt alle Keks von gestern. Mhm. Außer das war ja nicht blöd. Schlecht ist die wirklich nicht. Die ist nicht schlecht. Für 17,99? Ja. Rico? Oh mein Gott. Da kommt der Nachschub. Da kommt der Nachschub. Oh, was geht so in den Waden, ey? Weißt du, wie anstrengend das hier ist? Nein, weiß ich nicht. Das geht voll in den Waden, ey. Du hast den Scheiß so fett gepackt. Ich dachte, die sind kräftig. Ja, klar. Wir sind schon weit gekommen. Die trainieren keine Beine, Alter.